Zum 96. Mal trafen sich in Freiburg Turner aus ganz Deutschland zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Turnfest. Mit fast 1000 aktiven Teilnehmern konnten die Organisatoren wieder steigende Teilnehmerzahlen vermelden. Das Geräteturnen im Freien lockte 514 Turner an, 225 Sportler nahmen am Jahn-Gedenklauf teil, der jedes Jahr Teil des Jahn-Turnfestes ist. Auch das Jedermann-Turnen und der Hans-Fischer-Test konnten 160 Teilnehmer verzeichnen. Höhepunkt des dreitägigen Turnfestes war wie jedes Jahr die Wettkämpfe am Samstag. Nach dem Einmarsch der Sportler eröffnete Landrat Götz Ulrich das Turnfest. Ja, und ansonsten bleibt mir als Firma jetzt nur das 96. Jahn-Turnfest hier in Freiburg zu eröffnen. Dass Turnen nicht nur etwas für junge Leute ist, davon konnte man sich auch in diesem Jahr wieder überzeugen. Teilnehmer bis ins hohe Alter zeigten ihre Übungen mit Präzision und Freude. Mit dabei war in diesem Jahr auch eine kleine Delegation aus Japan. Auch sie kämpften an den Geräten um möglichst viele Punkte. Umso überraschender war es für einen japanischen Sportler, als nach seiner Übung am Pauschenpferd ihm die Organisatoren mit einem Strauß Blumen zum Geburtstag gratulierten. Am Rande des Turnfestes wurde schon in die Zukunft geschaut, denn es ist nicht mehr weit bis zum 100. Jahn-Turnfest im Jahr 2022. Auf einer kleinen Pressekonferenz wurden die ersten Schritte zu diesem großen Jubiläum bekannt gegeben. Anlässlich des 96. Jahn-Turnfestes in Freiburg an der Unstrut wurde heute sozusagen der Startschuss gegeben zu den Feierlichkeiten des 100. Jahn-Turnfestes im Jahre 2022. Neben mir der Bürgermeister von Freiburg an der Unstrut, Udo Mennecke, und Mario Grimm von der NVAM. Und mit ihm möchte ich beginnen. Herr Grimm, Sie haben sich als NVAM bereit erklärt, dieses große Fest ab sofort mit zu begleiten. Wie können wir uns das vorstellen? Es gibt einen Sponsoringvertrag, der ab 01.01.2019 startet und quasi mündet quasi in den 100-Jahren-Sportfest 2022. Und ja, so läuft das. So läuft das. Für einen großen Energieversorger wie NVAM über so einen langen Zeitraum. Was war die Intention Ihres Unternehmens, gerade dieses Fest so umfangreich zu unterstützen? Das ist relativ einfach beantwortet. Es ist ein großes Fest. Es ist ja auch bekannt, das Jahn-Sportfest. Hier sitzen unsere Kunden, hier verdienen wir unser Geld. Und das ist natürlich naheliegend, dass wir auch was zurückgeben möchten. Das ist liegt uns auch am Herzen. Und somit ist hier der Vertrag zustande gekommen. Also, Sie haben ihn in der Hand. Wir freuen uns darüber. Sicherlich auch der Bürgermeister der Stadt Freiburg, Udo Mennecke. Herr Mennecke, für Sie heißt es natürlich noch ein ganzes Stück Arbeit bis dahin. Das Stadion müsste ein bisschen in Schuss gebracht werden, ich will es mal vorsichtig sagen. Und die Arbeiten an den Jahn Gedenkstätten, Wohnhaus, Museum, die sind ja eigentlich schon gestartet. Ja, wir haben schon im vorigen Jahr einen Startschuss gegeben. Das heißt natürlich, startet mit einem Architekturwettbewerb zur Sanierung und Erweiterung Bau des Jahn-Museums. Das heißt, eine Museumsgestaltung, Ausstattung, auch Betriebsabläufe im Museum zeitgemäß zu gestalten. Das heißt, zukünftig wird es möglich sein, größere Besuchergruppen zu empfangen und natürlich das Museum, die Vielfalt, die die Figur Friedrich Ludwig Jahn ausstrahlt, dort auch entsprechend zu vermitteln. Weiterhin natürlich die Infrastruktur in der Stadt, das heißt Straßenbau zu dem Jahn-Wohnhaus, Schlossstraße wird entsprechend instand gesetzt und natürlich die Infrastruktur hier oben im Sportpark. Im Sportpark heißt es, hier zeitgemäß auch barrierefrei natürlich Zugänge zu gestalten, die Tribüne in den Zustand zu versetzen, dass auch den Zuschauern natürlich ein angenehmes Sitzen möglich wird. Aber das Besondere, und das macht uns halt besonders, auch die Geräte, die hier im Freien verankert werden müssen, dort Verankerung zu schaffen, die einfach gestaltet werden und für die nächsten 100 Jahre das Turnfest gewährleisten.
Ja, jetzt klang in dem Gespräch gerade an, man muss natürlich auch medial einiges tun. Das Jahnturnfest ist zwar den Freiburgern zum großen Teil bekannt, aber drei Ortschaften weiter ist man eigentlich gar nicht auf dem Thema Jahnturnfest so geeicht. Und wenn man jetzt ein so großes Fest in der Vorplanung hat, muss natürlich da auch einiges geschehen. Gibt es da Überlegungen, beginnend mit 2018 sozusagen, da schon darauf hinzuarbeiten, dass auch die Öffentlichkeitswirkung dann stimmt? Ich denke, in der Öffentlichkeit mit den Architekturwettbewerb haben wir schon ein großes Zeichen gesetzt. Was natürlich die Bewerbung des direkten Festes betrifft, danke ich unseren Energieversorger und Gasversorger NWAM, die vor Ort sich hier natürlich sehr stark engagieren, um dort noch die letzten Akzente zu setzen für eine Öffentlichkeit mit dem Landesturnverband. Ich denke, drei Ortschaften weiter, so würde ich es nicht ganz einschränken wollen. Wenn Sie nun mal sehen, die Brüder Trautmann, die ehemaligen Olympiateilnehmer, starten hier jedes Jahr den Jahn-Gedenklauf. Auch da haben wir Akzeptanzen und Laufen ist in. Man merkt es natürlich auch beim Himmelswegelauf. Das sind so Attraktionen, die wir mit aufgreifen werden, wo wir auch in die Öffentlichkeit gehen werden. Ich denke, da lässt sich noch einiges tun. Also, dann freuen wir uns drauf. Der Startschuss ist gegeben, meine Herren. Eine gute Partnerschaft, denke ich, ist hier entstanden. Und dann sage ich einfach mal auf 2022, 100. Jahnturnfest in Freiburg an der Unstrut. Sportfrei. Sportfrei. Für die Organisatoren und die Stadt Freiburg beginnen jetzt, nur wenige Tage nach dem 96. Turnfest, die Vorbereitungen. Nicht nur für das 100., sondern auch für das 97. im nächsten Jahr. Damit es dann auch wieder ganz nach Turnvaterjahren heißt, frisch, fromm, fröhlich, frei.